Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Unser Leben ist zerbrechlich. Unser Leben hier auf dieser Erde ist endlich. Unser Leben, jedes Leben, ist unendlich wertvoll. Jeder einzelne Tag ist kostbar und jeder einzelne Tag lohnt sich. Und jeder einzelne Tag trägt in sich die Chance, hindurchzuhorchen, durch unseren Alltag hin zu Gott. Und daran erinnert uns dieser Ewigkeitssonntag. Seien Sie herzlich willkommen hier in unserer Kapelle und auch ein herzliches Willkommen allen, die durch eine Übertragung mit uns jetzt hier verbunden sind. Und besonders begrüßen wir die Verwandten und Freunde, die in diesem Kirchenjahr einen Verwandten verloren haben im Walter-Hümmer-Haus. Wir werden für die Verstorbenen in diesem Gottesdienst ein Licht anzünden und an sie denken. Zum Ablauf des Gottesdienstes, die Lichtzeichen, die finden Sie über der Altarwand angezeigt mit Lichtzeichen. Und wenn Sie möchten, können Sie für den Psalm schon ein Band einlegen unter der Nummer 788. Das Kyrie, das finden Sie unter der Nummer 178.11. Und das Gloria unter der Nummer 182. Und nun singen wir: Wir warten dein, o Gottes Sohn. Nummer 152, die Verse 1 bis 4. Thank you.
Oft können wir nicht glauben, dass Gott alles neu machen wird, dass er alle Tränen abwischen wird, dass das Leben letztlich siegt. Seine Verheißungen scheinen so weit weg und wir bleiben hier auf der Erde im Alten verstrickt. Lasst uns in der Stille zu Gott bringen, worin wir verstrickt und gefangen sind. Wir beten gemeinsam. Der allmächtige Gott, wir können heute beginnen, ein Lied der Hoffnung einzuüben und den Blick aufheben zu ihm hin, der das Leben ist. Jesus Christus, heute und in Ewigkeit. Thank you.
Aus deinen Händen, ewiger Gott, empfangen wir das Leben. Durch dich atmen wir und sehen den Himmel. Du führst uns zum Licht, das keinen Abend kennt. Bist stärker als alles Dunkel, als alle Abschiede. Du schenkst in Zerbrochenes hinein deine Fülle. Du in Zeit und Ewigkeit. Amen. Die Epistel aus der Offenbarung an Johannes im 21. Kapitel. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Worte der Heiligen Schrift. Gott sei dir. Evangelium bei Matthäus im 25. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Das Himmelreich gleicht 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein.
Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, mach uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Mit allen Christinnen und Christen weltweit bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Es ist gewisslich an der Zeit. Das Lied unter der Nummer 149.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Jesus, öffne uns für deinen Trost, für deine Liebe, für deine Gegenwart im Wort, jetzt hier unter uns. Amen. Unser Predigtwort für diesen Ewigkeitssonntag befindet sich im 2. Petrusbrief im 3. Kapitel. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße findet. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Heute am Ewigkeitssonntag denken wir in besonderer Weise an Menschen, die im letzten Jahr gestorben sind. Für uns Schwestern war dieses letzte Kirchenjahr auch geprägt von Abschieden. Menschen fehlen. Menschen können nicht ersetzt werden. Und jede und jeder trauert auf seine ganz eigene persönliche Weise. Vielleicht tritt zuerst Entlastung ein. Die Person, um die man sich gekümmert hat, muss nicht mehr leiden, nicht mehr gepflegt oder betreut werden, vielleicht nach langer Zeit. Vielleicht gibt es dann aber auch Gedanken wie, ich weiß gar nicht, was ich sonst tun soll, damit war mein Alltag sonst ausgefüllt. Vielleicht beschäftigt auch Versäumtes, Ungesagtes, nicht Getanes, was einen Abschied schwer macht. Auch mit Festen muss umgegangen werden. Der erste Geburtstag ohne. Das erste Weihnachtsfest ohne. Was ist für mich, die ich zurückgeblieben bin, nun möglich? Vielleicht neu möglich? Wie kann ich gut weiterleben? Und natürlich wird dann auch die Frage berührt, wie ist das mit mir und meinem Sterben? In unserem Predigttext heute wird jemand vermisst. Jesus. Das Reich Gottes ist nah, ganz nah. So haben es die ersten Christen noch im Ohr.
und damit verbunden auch die Vorstellung, dass Jesus in naher Zukunft wieder auf diese Erde kommen wird. Sichtbar, leibhaftig, berührbar. Als sie ihm damals nachschauten, wie er in den Himmel fuhr, da waren diese beiden Männer da, in weißen Gewändern. Und die haben gesagt, was starrt ihr denn so in den Himmel hinauf, der Jesus, der aus eurer Mitte genommen worden ist, der wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen. Und jetzt, einige Generationen später, Verunsicherung macht sich breit. Wo bleibt er denn? Wird er wiederkommen? Stimmt das überhaupt mit Gott und diesem Versprechen? Menschen sterben weiterhin. Menschen trauern weiterhin. Ihr sagt, dass er auferstanden ist. Was hat das aber mit mir und meinem Leben und mit meinen Abschieden zu tun? Oder haben nicht sogar die recht, die sagen, es bleibt eh alles beim Alten und die Verheißungen sind schöne Geschichten, die die Seele beruhigen sollen? Der Schreiber unseres Briefes, der versucht eine Antwort zu geben auf diese tiefe Verunsicherung. Liebe Freunde, so fängt er an. Für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Schreiber erinnert damit an alte Psalmworte. Gott hat einen ganz anderen Zeitbegriff als wir Menschen. Für uns ist Zeit eine physikalisch messbare Größe, die wir im praktischen Alltag oft darin messen, ob wir Zeit haben oder ob wir eben keine Zeit haben. Doch in Gott ist jeder Augenblick gefüllt mit ihm, jenseits von Zeit haben oder nicht haben. Für ihn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Ihr kennt das doch auch, wenn ihr tiefer im Gebet angekommen seid, dann ist die Zeit irgendwie vergangen, ohne dass man das Gefühl hat, dass die Zeit vergangen wäre. Oder wenn ihr einem Kind zuschaut, das so ganz hingebungsvoll spielt, wie versunken in einem anderen Raum. Da ist die Zeit ganz anders als diese Uhr mit den Zahlen von 1 bis 12. In Gott geht das Leben über diese messbaren Zahlen hinaus. Und das gilt auch für den Tod. Die messbare Zeit kommt an ein Ende, aber nicht die Zeit in Gott. Gottes Zeit, das heißt seine Ewigkeit, das ist eine völlig andere Dimension. Und in dieser Spannung leben wir hier auf unserer Erde. Einen zweiten Punkt greift der Schreiber auf. Das, was einige für hinauszögern halten, ist ein Ausdruck von Geduld Gottes. Geduld, damit Umkehr geschehen kann. Ein geheiligtes Leben, durch und durch. Das sind große, inhaltsschwere Worte. Frau Tormelen, die trägt heute eine weiße Stola. Nach einer langen grünen Trinitatiszeit und einer violetten Adventszeit, die vor uns liegt,
tritt der Ewigkeitssonntag heute weiß hervor. Und er reiht sich damit in die Feste ein, in die Christusfeste ein. Dieser Sonntag ist etwas ganz Besonderes. Er macht wie ein Leuchtturm aufmerksam auf das, worauf wir zugehen. Auf das Zusammenkommen mit ihm in Ewigkeit. Und wenn wir uns schon auf Feste hier auf dieser Erde vorbereiten, dann lohnt es sich doch erst recht, den Blick offen zu halten zu Gott hin, auf das große Fest hin, durch unseren Alltag hindurchschauen, immer wieder neu. Uns ist Zeit gegeben, loszulassen, was bindet. Mit Blick auf ihn ist das auch möglich. Frei zu lassen, was mich selbst oder was andere festlegt, was andere einengt. Ich darf Menschen entlassen aus dem, wie ich denke, dass sie wären. Ich darf meinen Weg, den sonst niemand gehen kann, unter die Füße nehmen. Ich kann versuchen, mit der Kraft, die mir gegeben ist, und mit Nüchternheit das Rechte zu tun. Und das ist ein anspruchsvoller Weg. Gott ringt um jeden einzelnen Menschen. Gott hat Geduld. Und er will nicht, dass jemand verloren geht. Er will, dass wir seine Gnade entdecken und dass unser Leben diese Gnade widerspiegelt. Gott hat Geduld mit uns. Und wir dürfen vertrauen, dass es immer wieder auch so einen Leuchtturm gibt, der uns auf unseren Umwegen daran erinnert, wohin unser Weg geht, damit wir vorbereitet sind, wenn er dann vielleicht plötzlich und unerwartet kommt. Und ein drittes. Wieder greift der Schreiber auf Worte des Alten Testaments zurück. Und schon im Jesaja-Buch lässt Gott den Propheten sagen: Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und hier unser Briefschreiber ruft uns das wieder neu in Erinnerung. Wir haben diese Verheißung vorhin auch schon als Introitus gesungen. Wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde, wie er versprochen hat, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wenn auch manches um uns herum zerbricht, und hier in unserem Text wird es ja ganz drastisch geschildert, großes Krachen, Elemente zerschmelzen vor Hitze und. Und es scheinen mir keine fremden Worte mehr angesichts dessen, was wir in den Medien gezeigt bekommen, was wir selbst erleben in Sachen Klimakrise, was wir sehen an Kriegen und. Aber wir warten auf einen neuen Himmel, auf eine neue Erde, der Gerechtigkeit wohnt. Wir Menschen bekommen das mit der Gerechtigkeit letztlich nicht hin. Wir sehen unseren kleinen Ausschnitt, sehen nur das, was wir als gerecht empfinden können, im persönlichen Umfeld und auch im Weltgeschehen. Die Probleme sind bekannt. Profit und Wohlstand auf der einen Seite und auf Kosten anderer. Was ist gerecht? Um Klimagerechtigkeit wird intensiv gerungen. Aus eigenen Kräften können wir das nicht bewältigen.
Und hier in unserem Predigtwort wird uns ein neues Hoffnungsbild gezeigt. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, wo die Gerechtigkeit zu Hause ist, wo sie wohnt. Ich würde so gern wissen, wie sich das anfühlt. Und doch schon heute gibt es einen Wohnort in uns. Und den kann nichts und niemand antasten. Da ist es ruhig. Da ist es still. Und dieser Ort hat mit Ewigkeit zu tun. Da ist er, Jesus Christus, in mir, in uns. Wenn wir uns Zeit nehmen, nach innen zu schauen, durchzuschauen, wird dieser Ort für jede und jeden unter uns wahrnehmbar. Auch wenn es um uns herum kracht und blitzt oder wenn Krankheit quält. Wir können verstehen, wie Elia es verstanden hat, dass Gott nicht im Sturm war und nicht im Erdbeben und nicht im Feuer, sondern im stillen, sanften Sausen. Wir Menschen gehen hier auf dieser Erde verschiedene Wege. Und doch verbindet uns ein Ziel: anzukommen bei Gott. Und über unserem Leben leuchtet schon heute dieses Versprechen. Am Ende nicht Chaos. Am Ende nicht Leid. Am Ende keine Tränen. Am Ende steht er, Jesus. Und wir werden von ihm erwartet. Er freut sich auf uns. Und wir doch irgendwie auch auf ihn, oder? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Wir singen das Lied »Der Himmel, der ist« aus dem Gesangbuch, die Nummer 153. Thank you.
Wir gedenken der Verstorbenen, die in diesem Jahr heimgegangen sind. Wir hören ihre Namen und entzünden im Gedenken eine Kerze für sie. Dazwischen singen wir als Ruf meine Hoffnung und meine Freude aus dem Gesangbuch die Nummer 697, wer es gerne aufschlagen mag. 697. Wir denken an Bruder Lukas Haltinger, verstorben am 12. Dezember 22 im Alter von 76 Jahren. An unsere Nachbarin Mara Struck, verstorben am 2. Februar 23 im Alter von 24 Jahren. An unsere Schwester Anne Guckenberger, verstorben am 5. Februar im Alter von 97 Jahren. An Elise Schorr, die Schwester von Schwester Betty Weiß, im Alter von 93 Jahren, verstorben am 21. April. Sigrid Dressler, verstorben am 1. Mai. Sie ist die Schwester von Schwester Rose Gläser und wurde 86 Jahre. Wir denken an Frau Christina Stavinow, verstorben am 8. August. Sie ist die Großmutter von Schwester Elise und wurde 88 Jahre. Herr Ulf Ding, verstorben am 11. August im Alter von 60 Jahren. Der Bruder von Bruder Andreas Ding und unseren Tertiärgeschwistern Ding. Frau Irma Händel, verstorben am 22. August im Alter von 86 Jahren. Sie ist die Schwester von Schwester Helga Uller. Tertiärschwester Hedwig Schaffitzel, verstorben am 27. August im Alter von 97 Jahren. Schwester Christine Körber, verstorben am 27. September im Alter von 89 Jahren. Schwester Dorothee Dietz, verstorben am 8. Oktober im Alter von 73 Jahren. Frau Johanna Keller, Schwester von Schwester Elisabeth Margareta Kirchmeier, verstorben am 13. November im Alter von 88 Jahren. Frau Liesel Wenz, verstorben am 20.11. im Alter von 96 Jahren, die Großmutter unserer Postulantin Wiebke Belian. Lasst uns singen, meine Hoffnung und meine Freude. Aus dem Walter Hümmerhaus, aus dem Pflegebereich Salem. Frau Gertrud Hoffmann, verstorben am 21.11.2022
2022 im Alter von 87 Jahren. Frau Anita Rugdeschel, verstorben am 24.11.2022 im Alter von 88 Jahren. Frau Marianne Pösnecker, verstorben am 31.01.2023 im Alter von 90 Jahren. Herr Hans Löhner, verstorben am 26.02.2023 im Alter von 94 Jahren. Frau Anneliese Flechtner, verstorben am 2.05.2023 im Alter von 87 Jahren. Herr Georg Bruckner, verstorben am 15.05.2023 im Alter von 87 Jahren. Herr Günther Westhauser, verstorben am 31.08.2023 im Alter von 82 Jahren. Herr Heinrich Zwerznick, verstorben am 1.10.2023 im Alter von 98 Jahren. Und Frau Hertha Hoberger, verstorben am 26.10.2023 im Alter von 93 Jahren. Wir singen. Bereich Arche. Frau Traude Schmidt, verstorben am 11.11.2022 im Alter von 83 Jahren. Frau Erika Schmidt, verstorben am 16.11.2022 im Alter von 81 Jahren. Herr Peter Schafrina, verstorben am 4.12.2022 im Alter von 80 Jahren. Herr Hans Richter, verstorben am 10.12.2022 im Alter von 91 Jahren. Frau Gisela Schübel, verstorben am 16.12.2022 im Alter von 74 Jahren. Frau Margit Munzert, verstorben am 28.12.2022 im Alter von 82 Jahren. Frau Hanni Saalfrank, verstorben am 16.01.2023 im Alter von 84 Jahren. Herr Oswald Schellmann, verstorben am 10.02.2023 im Alter von 88 Jahren.
Frau Adolfine Opitz, verstorben am 27.03.23 im Alter von 90 Jahren. Frau Eva Schmidt, verstorben am 7.06.23 im Alter von 88 Jahren. Herr Hermann Pietz, verstorben am 26.07.23 im Alter von 101 Jahren. Frau Hannelore Manske, verstorben am 01.08.23 im Alter von 89 Jahren. Frau Hildegard Müller, verstorben am 26.08.23 im Alter von 97 Jahren. Frau Irmgard Spörl, verstorben am 22.09.23 im Alter von 86 Jahren. Herr Siegfried Löst, verstorben am 28.10.23 im Alter von 89 Jahren. Und Frau Lilli Vogel, verstorben am 12.11.23 im Alter von 91 Jahren. Wir singen. Aus dem Pflegebereich Mamre. Frau Anni Hoffmann, verstorben am 4.12.2022 im Alter von 85 Jahren. Frau Paulina Heidenreich, verstorben am 24.01.2023 im Alter von 92 Jahren. Frau Margita Weiß, verstorben am 13.02.23 im Alter von 84 Jahren. Frau Erika Heid, verstorben am 17.02.23 im Alter von 82 Jahren. Frau Doris Mieling, verstorben am 8.03.23 im Alter von 87 Jahren. Frau Marie Knott, verstorben am 26.04.23 im Alter von 87 Jahren. Frau Pia Zimmermann, verstorben am 29.04.23 im Alter von 64 Jahren. Frau Anita Schneider, verstorben am 12.05.23 im Alter von 91 Jahren. Frau Walburga Vogel, verstorben am 22.05.23
im Alter von 82 Jahren. Frau Elsa Martin, verstorben am 13.09.23 im Alter von 92 Jahren. Und Frau Gertrud Pötsch, verstorben am 12.10.23 im Alter von 90 Jahren. Wir singen. Magdala. Frau Erika Künzel, verstorben am 17. Dezember 22, im Alter von 88 Jahren. Frau Mathilda Löhner, verstorben am 6. Februar 23, im Alter von 96 Jahren. Frau Lotte Grünert, verstorben am 14. Februar, im Alter von 97 Jahren. Frau Anna Kandler, verstorben am 23. Februar, im Alter von 87 Jahren. Herr Gerhard Will, verstorben am 22. März im Alter von 96 Jahren. Frau Irma Weiß, verstorben am 19. Juli im Alter von 98 Jahren. Frau Hedwig Friedrich, verstorben am 12. Oktober im Alter von 89 Jahren. Frau Rosemarie Schack, verstorben am 8. November im Alter von 72 Jahren. Und Frau Lotte Thomae, verstorben am 12. November im Alter von 94 Jahren. Wir singen. Lebendiger Gott, du Ursprung des Lebens und Herr über den Tod, du segnest uns mit Menschen, die wir lieben, und mutest uns den Schmerz des Abschieds zu. Lass uns den Reichtum des Segens auch in der Trauer noch spüren. Aus deiner Hand geht alles, was lebt, hervor. Und in deine Hand nimmst du es zurück. Wunderbar und tröstlich ist diese Erkenntnis. Vertiefe du sie in uns und lass uns in dir zu Hause sein. Heute und immer. Amen. Wir halten Fürbitte.
Himmel und Erde hast du geschaffen, barmherziger Gott. Du entreißt deine Schöpfung dem Chaos. Du schenkst uns Atem und Leben. Dich beten wir an. Wir bitten dich um Frieden, um einen Himmel ohne Raketen und Drohnen, um eine Erde ohne Minen und Bomben. Wir bitten dich um Leben für die Verschleppten, um Leben für die Flüchtlinge, um Hilfe für die Verwundeten und alle, die sie versorgen. Wir bitten dich um Gerechtigkeit für die, denen alles genommen wurde. Um Freiheit für die, denen Unrecht widerfährt. Wir bitten dich um Barmherzigkeit für die Hungernden, um Medizin für die Kranken. Wir bitten dich um Hoffnung für die Verzweifelten, um Mut für die Ratlosen. Wir bitten dich um Glauben für deine Gemeinde, um Treue zu dir. Wir bitten dich um Trost für die Trauernden, um Versöhnung für Zerstrittene. Wir gedenken der Toten, um die niemand trauert. Du bist das Leben für die ganze Schöpfung, Gott. Du bist unser Leben. Wir vertrauen uns dir an durch Jesus Christus, mit dem das Leben über den Tod siegt. Amen. Die Kollekte, die wir am Ausgang erbitten, ist heute für das Hospiz in Naila. Das Hospiz gibt es seit 2009 und ist ein ganz wichtiger Bestandteil für die Versorgung von Schwerstkranken und Sterbenden und deren Angehörige, auch weit über unsere Region hinaus. Die Einnahmen des Hospizes können die Ausgaben nicht decken und deshalb sind sie auch auf Spenden angewiesen. So danken wir Ihnen, wenn Sie das mit Ihrer Kollekte unterstützen. Wir verabschieden alle, die durch eine Übertragung jetzt mit uns verbunden waren. Gott segne Sie an diesem Sonntag und sei Ihnen Schutz auf Ihren Wegen. Und wir hier bereiten uns auf das Heilige Mahl vor. Wir bitten Sie, dass Sie im Mittelgang nach vorne kommen und an den Seiten zurückgehen. Sie bekommen hier die Hostie in den Wein getaucht und wenn Sie nur die Hostie wünschen, dann legen Sie einfach eine Hand auf die Brust und wenn Sie statt Hostie und Wein einen Segen wünschen, dann überkreuzen Sie beide Hände und dann wissen die Austeilenden Bescheid. Und wir singen jetzt aus dem blauen Ordner, der du das Wort der Liebe bist, die Nummer 15. Thank you.